In Stuttgart will Chillmeister Konstantin die Woche mit Wohnzimmeratmosphäre und Weltkost beenden. Unsere Küche ist Crossover, wahrscheinlich könnte man dazu sagen. Heißt nicht irgendwie auf eine Nationalität festgelegt. Das sind die junge Garde, die will das wissen. Aber die Mitstreiter wissen vieles besser. Am Anfang, als ich mit dem Löffel reingegangen bin, habe ich sie probiert, habe gedacht, nee, das darf nicht wahr sein. Das Problem? Dieser saure Geschmack hat halt die Harmonie kaputt gemacht. Das junge Team gibt nicht auf, sondern gibt erst recht Vollgas. Das war wirklich eine Weltklasse. Für mich absoluter Geheimtipp in Stuttgart. Finaltag am Neckar. Das Landhaus Engelberg führt deutlich mit 33 von 40 möglichen Punkten. Spitzenkoch Mike Süßer, der Häuptling des guten Geschmacks, ist auf dem Weg zum 5. Gastronomen der Woche. Und wenn der Profi kommt, sollte nichts aus dem Ruder laufen. Letzter Tag, Konstantin ist dran. Ich muss erst mal da heil an Bord kommen. Warte, warte, warte. So läuft das hier. Nichts ist getürkt. Ja. So. Jetzt bin ich kaputt. Also, wo war ich stehen geblieben? Letzter Tag. Mein Lokal, dein Lokal. Jetzt ist Konstantin dran. Ich weiß nur eins, der ist Quereinsteiger, wahrscheinlich Ruderer. Cooler Typ. Keine Ahnung, wie der zur Gastro kommt. Gelernt hat er es nicht. Den stelle ich mir irgendwie so vor wie so ein Typen, der eigentlich in so einem Campingmobil als Globetrotter durch die Welt reisen würde. Ne? Und dann hat er sich irgendwann entschieden, was Cooles zu machen. Hallo Emil, das ist das Lokal. Schaut aber jetzt schnuckelig aus, oder? Bin wirklich gespannt. Ich hatte eine riesen Gaudi, würde eigentlich mit dem Ding weiterarbeiten. Aber gut, ich habe einen Job für euch. Das Hallo Emil hat Konstantin vor 2 Jahren eröffnet. Eine Bar hätte ihm auch gereicht. Aber was macht euch denn so besonders? Ich glaube, unser Alleinstellungsmerkmal so hier, vor allem für den Raum Stuttgart, ist die Nähe zum Wasser, was man hier selten hat. Dadurch auch, dass wir ein bisschen außerhalb sind. Wir haben relativ viel Platz. Und von daher hat man, glaube ich, hier so eine gewisse Weite und Breite. Direkt am Neckar bespielt der Quereinsteiger 650 Quadratmeter mit Gastronomie und Events. Unser Konzept ist relativ vielseitig, würde ich sagen. Manchmal sind wir mehr Bar, manchmal mehr Restaurant. Über dem Ganzen steht vielleicht das Thema Wohnzimmer wieder. Heißt, die Leute sollen herkommen, sich wohlfühlen. 60 bis 70 Plätze hat er innen regulär. 100 Gäste gehen maximal rein. Wir versuchen, das relativ saisonal aufzubauen. Wir haben eine sehr schmale Speisekarte. Ich würde sagen, dass er sehr abwechslungsreich ist. So dadurch, dass wir hier verschiedene Sachen anbieten. Von Hochzeiten über Konzerte, über Regelbetrieb. Und die Leute kommen hier eigentlich her, wenn sie Zeit und Lust haben, hier zu sein. Und von daher ist es eigentlich immer eine sehr, sehr schöne Stimmung und schöne Atmosphäre hier. Ah, der Profi. Komm mit. Kann der junge Wirt den erfahrenen Gastro-Coach Mike überraschen oder gar überzeugen? Servus! Ja, servus, Mike. Was ist hier los? Ist das hier Kitchen, Wonderland, Dschungelbuch? Keine Ahnung. Willst. Ich bin gerade sprachlos. Ja? Ja? Jetzt schaut dir mal das an. Das ist Dschungelbuch. Das, wir haben in Stuttgart, ist das Dschungelbuch zu Hause. Oder? Das ist eine Location. Da gehe ich, da komme ich. Essen, trinken. Wenn Freitag, Samstag noch ein DJ auflegt, bleibe ich auch noch da. Wenn ich noch mal heiraten will, will ich hierher. Wenn ich eine Konfirmation zu feiern habe, will ich hierher. Wenn ich, ach, um Gottes Willen, demnächst steht der 50er ins Haus, dann will ich hierher. Das ist der erste Eindruck. Du darfst bleiben. Ja, na wirklich. Das ist Beach Party, das ist Industrial Style, das ist Dschungelbuch, hat eine mega moderne Handschrift. Also ist das deine Handschrift oder hast du eine Frau, die dafür zuständig ist? Ich habe das Team, das hilft mir natürlich beim Umsetzen. Papa ist viel da, deshalb sind die Pflanzen auch so, wie sie sind. Hammer. Das heißt, der Vater ist mit an Bord so ein bisschen auch? Der ist ein bisschen mit an Bord, okay. Genau. Ja, ja, toll. Ja. Also Ambiente passt auf jeden Fall schon mal, der Ausblick sensationell. Und wenn dann auch noch die Küche richtig gut kocht, dann ist das ein Hotspot, garantiert. In der rund 30 Quadratmeter großen Küche hat der gelernte Koch Can das Regiment. Servus. Wie heißt du? Adrian. Adrian, okay, machen wir so, oder? Zack, und? Can. Alles klar, Adrian und Can. Jungs, offene Küche, mega geil. Ja. Erwartungshaltung geht so nach oben.
Der Küchenstyle an sich, kann man sich das jetzt wie vorstellen? Also wir tun viel mit Sous-Vide-Garen, Niedertemperatur-Garen. Okay, also genau. Schon die modernsten Techniken auch eingebunden, genau. Oder? Probieren wir. Also, aber so kochen wir wirklich aus aller Welt. Alles, was Spaß macht und schmeckt, tun wir dann irgendwie weiterverarbeiten. Daran merkt man doch mal, wie die Gastronomie-Konzepte, die erfolgreichen, eigentlich funktionieren. Man muss sich nicht in eine Richtung strecken, sondern man darf in mehrere Himmelsrichtungen seine Arme ausbreiten und schreien, gib mir gute Produkte, ich mache was Tolles draus. Also, ich finde das gut. Was kriege ich? Ist eigentlich eine Hommage an den Spanier gewesen. Ach, du bist Spanier? Jawohl. Genau. Oh. Aus Sevilla. Fuego. Das heißt Fuego. Fuego. Was heißt das dann? Was gibt's? Es gibt ein Pulpo. Pulpo? Mit geräuchertem Kartoffelpüree. Schon wieder Pulpo, ne? Jetzt haben wir relativ oft Pulpo gehabt, ne, die Tage. Witzig, ne? Schwabenland ist Pulpoland. Wusste ich gar nicht. Hier ist sie, frische Krake aus dem Eiswürfelmeer. Pulpo, woher habt ihr den? Aus dem Frische Paradies. Ah! Genau. Das ist ein super Fischhändler. Ja. An sich ein sehr intelligentes Tier, würde ich jetzt mal behaupten. Ich würde sagen, für den Kopffüßler. Also, Pulpo hat drei Herzen. Ein Zentralherz und zwei Herzen vor den Kiemen gelagert. Irre, ne? Das ist total spannend. Der Pulpo ist der Oktopus, ne? Also, das deutet wörtlich der Achtfuß. Ne? Weil die haben acht Tentakel. Wichtig ist, den Pulpo immer schön waschen, weil er auch zwischen den Tentakeln hier, das ist ein Fischmerkmal, wenn man da leicht hingeht und das noch einen leichten Zug hat, dann ist er relativ frisch. Man sagt ja, die Galizier machen den perfekten Pulpo. Dann tun sie den auch tatsächlich wirklich gegen die Häuser schlagen. Und weißt du, warum sie es eigentlich machen? Also dieses Schlagen. Also, tatsächlich soll das helfen, diesem Eiweißprügel, ja? Genau. Das Ding ist voller Eiweiß. Mürbe zu machen, aufzuschlagen. Es gibt aber auch eine andere Version, man kann ihn einfrieren. Auch danach ist die Zellstruktur von dem Eiweiß aufgebrochen. Schaut aber brutal aus, ne? Wenn man so die Fischer da irgendwo im Süden sieht, ne? Wenn die das Ding da weghauen. Ne? Kopfseite nach oben. Genau. Schneid den Kopf jetzt weg. Ja. Und dann hier schau. Mundwerk rausdrücken. So. Genau, Mundwerk raus. Topf aufsetzen. Mit Öl schwitzt der Küchenchef Gemüse an. Jetzt ein helles Wurzelgemüse. Genau, Sellerie, Karotte und Schalotte, Schalotten, genau. Och Leute, ich liebe sowas. Selbst das schaut ja jetzt schon sexy aus, ne? Genau. Ich koche den Pulpo nicht, ich dünste den eher. Deswegen auch relativ viel Gemüse und das ist dann wirklich wie ein Beet, dass das Tier dann sanft gegart wird. Ja. Das ist das Ziel. Wenig Hitze über lange Zeit. Was passiert, wir haben euch das gesagt, Eiweißriegel. Wenn man den in einer kurzen, schnellen Hitze gart, was passiert mit Eiweiß? Breitet sich aus, das Ding wird gummimäßig und dann hast du genau. Bis der mal so richtig aus dem Anzug fällt, das dauert. So, was kommt da? Wacholder? Genau, Wacholder. Piment. Schwarzer Pfeffer, Piment, Anis, Lorbeer. Einfach schön ätherische Öle werden frei, gell? Die ätherischen Öle. Ich glaube, jetzt kommt was mit Wein, oder? Jetzt löschen wir das ab mit Weißwein, Rotwein. Passt immer sehr gut zum Fisch, den Rotwein für die Farbe. Also grundsätzlich mache ich es auch so wie der Can. Ich nehme Wein. Also Essig greift mir zu schnell die Struktur von dem Pulpo an und ich sehe da eher eine Gefahr, dass das eher zäh wird und nicht weich. Also jawohl, das muss ja feiern. Und schön drauf, oder? Tage nach oben, genau. Ich gebe jetzt keinen Fond mehr, keine Flüssigkeit mehr hinzu. Das Tier gibt nachher so viel Flüssigkeit ab, dass es quasi im eigenen Sud gegart wird. Wir verarbeiten das dann auch weiter, tun den Fond passieren, reduzieren und tun das auf den Bratenfond quasi mit rein, dass wir noch eine Soße auf dem Gericht später machen. So würde ich sagen, Deckel zu. Drauf. Also die machen für mich jetzt einen richtig guten Eindruck. Ich glaube auch, dass die sehr, sehr stylisch kochen werden. Das wird auch optisch natürlich richtig gut ausschauen. Da bin ich voll überzeugt. Beweise bitte. Gibt es türkisch-schwäbisch-spanische Kooperation? Ja. Voilà, Pulpo mit Püree für 21 Euro. Schauen wir mal. Zack, zack. Kann man schon mal schön durchschneiden. Das geht schon mal gut. Können zwei von acht Armen den Spitzenkoch um den Finger wickeln? Ich kann jetzt schon sagen, Bombenaromatik. Leute, das Ding ist für mich eine Geschmacksexplosion. Total ausgereift. Für mich wirklich ein Geschmackseinser. Das Einzige, was
ist einfach, dass der Pulpo hätte noch etwas gebrauchen können. Der könnte noch ein bisschen. Ja. Oder? Das dürfte euch im Wettbewerb nachher nicht mehr passieren. Also, für nachher alles Gute. Auch auf euch. Dankeschön. Prost, ne? Vielen Dank. Salut. Ich bin wie immer stolz auf meine Jungs. Genau, den letzten Schliff machen wir jetzt. Pulpo köchelt noch ein bisschen. Passiert uns nicht mehr. Oh, Leute, ich liebe meinen Job. Am Freitag zum Abschluss, ne? Geschmacklich gibt's auch so richtig eine Frische. Entschuldigung für das Wort, ne? Geschmackseinsatz, 10 Punkte wert, wirklich. Kleiner Fehler, okay. Der Krakenarm war nicht ganz durch, aber einer blubbert ja noch. Also das sollte wohl gut gehen. Diese junge Garde ist für mich die Überraschung der Woche. Also wenn sie den Rest heute noch in den Griff kriegen, dann spielen die noch richtig, richtig groß oben mit. Da tut sich was, glaube ich, in der Punktzahl. Heute wird's entschieden, wer dann gewinnt.